Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei Still Wakes the Deep. Mit dabei habe ich heute den Bob. Hui, hier ist der Bob. Ja, moin. Ja, und wir müssen uns jetzt mal hier wahrscheinlich einen Abruf vom Chef abholen, denn zu dem sollen wir jetzt gerade gehen. Dabei haben wir gerade noch den Fahrstuhl repariert gehabt. Ja, also und wir machen hier unseren Job eigentlich richtig gut. Nett geplaudert. Doch schon Wind ist hier anscheinend auch. Oh ja. Ja, dann klopfen wir mal. Well, here we fucking go. Hallo? Enter! Oh, er sitzt schon so auf seinem Stuhl. Clary. So glad you could join me and sorry to have got you out of bed. Shut the door and have a seat. I'm fine, Stan. Sit your ass in that chair, you fucking liability. But I run a tight ship. Do you understand me? A tight ship. Technically, it's not a ship. Shut your gob, you Ned prick! I am sick! Sick to fucking balking of you wee gobshites messing with my operation! That chef might be a mate of yours, but he does not run things around here. I do! Do you understand me? All right, why don't you just get on with it? Don't you answer me back! Okay. You might be the height of shite on shore, McClary. But out here, I am the fucking king. Do you understand me? You bring the police to my door, to my rig. I can sort this, right? I just need time. Shut it, you clatty gobshite. I've never got here from Mama Hookie make a more positive contribution to this operation than you. What? Wait, I know. Shut it! I'm in a meeting. What? Fuck's sake, Gibbo, I don't care. We're on a schedule. It's a fucking drill. You've got a fucking drill, so drill through it. Yeah, well, Roper's a whiny old fud. He's got a problem with everything. I don't care if it feels off. Just fucking do it! And I'll come down there myself. That, trouble with this. Just blown. You're fired. You hear me? Fired. Come on, man. It's only a wee bit of trouble with the polis. I'm good with the lecky. I keep things running. You said it yourself. Out! Get off my rig! Aye. Happy New Year to you too, you cunt. You cunt. Ja, was Neues? Ja, denn, gehen wir doch einfach nach Hause und dann ist das Spiel vorbei, oder? Ich weiß ja nicht. Ja, schalt doch mal den Heli. Hab schon mal den Heli gerufen, Robert. Also die bohren jetzt weiter und dann ist es das klassische Szenario, sie haben mal wieder zu tief gebohrt. And we're running for you guys, anscheinend. Ja dann, tschüss, ne? Jesus, Gregor! Gregor! Get away from me! Gas! Gas! Get back, man! Gas! Help me! Gas! Don't let me die, man! Please! Hör doch ins Wasser! Please, I don't wanna die! Jesus, just hang on! Ich, Gregor! Fuck! Fuck! Ey, wir sind da genauso cool. Tot. Christ, but you're a right pair. Two balls in a ball bag. Now listen, pal. I promise I'll take care of him. I had a word with our Kieran, you remember him? He knows Billy Chamberlain from way back. Owes me a favor. Reckons he can sweeten Billy up a bit. Come on. Have I ever let you down? Right, you lost the cake at the wedding. Now then. That wasn't my fault. You left it on a bench at Argyle Street. Aye, you were that bloated you didn't even remember baking the cunt. Oh, my children, that was before the light of the Lord came to me. Here we fucking go. And you, Mr. McCleary, you can fuss and cuss all you like. But perhaps if you went to the Saracens a little less and the Tabernacle a little more, then perhaps you'd not be in this pickle, eh? Aye. Oops. Don't look at me. You're the one who decided to spend the next 4 months trapped on a rig with this bampot. Susan, I promise you, we will get this straightened out. I will. You'd better. Das war der Koch, ne? Ich glaube ja. Guys! Christ!
He's gone cold! Shit, guys! Get his legs! We can't leave him out here! Move! Fuck! Cass! I think he's deep! We've got you, man, alright? We've got you! Uns fast geholt, auf jeden Fall. Thank Christ! Cass! Wake up, Cass! Why is he not waking up? Can you hear me? Is he gonna die, Brody? Cass? You don't know. Krankenzimmer aufgewacht. Naja. War ja auch nur so ein ganz kleiner Sturz. Aber wir haben ihn überstanden. Ja, easy. Die Tür öffnet allerdings immer sehr mit Macht. Ja. Das sieht aber gar nicht gut aus hier alles. Ein bisschen unruhiger geworden, ne? Ja, geil. Jetzt weiß ich, wo ich so einen Gartentisch herbekommen kann. Was kannst du? Na, diese Kabelspuren, die haben sie anscheinend auf Bohrinseln. Achso, ja, ja, ja. Dann muss ich da mal anfragen. Ja, die sind ganz cool, ja. McCleary! Thank Christ! You're right being up on your feet. My heat's killing me. Mario, but... Aye, aye, I think so. You got me out. Did you get Gregor? I got you, aye. How couldn't they find Gregor? Oh no. I'm sorry, Cass. Jesus. He's not the only one we lost. Oh no, no! Rass is still in there! Why aren't these working? Cass! I need you to help me! Cass! What? Right, aye, what do you need? The cable's stuck. Go down and release the main brake, then come back up and raise the bell. If you can get it to my level, I think I can get him out. Aye! Rass! It's all right, we're getting you out. We'll be du bist der Mann für den Job. Wir holen ihn da raus. Bremse gelöst. Come back and winch up the bell now. Gut, dass du dich damit auskennst, Krisch. Sehr gut, dass ich sowas Tolles kann. Und hoch. What's going on, Brody? What happened? Don't know. The drill hit something. An air pocket or gas. Ich weiß ja nicht, ob der da raus soll. Whatever it was big. You were lucky, trust me. Vielleicht ist er da gar nicht mehr drin und da ist was anderes drin. Like if the bear is even safe now. What's wrong with Raphs? I don't know, all right? Decompression shouldn't be this bad. Oh, I shouldn't have let him go down there. I said I'd look after him. I'm here, Raphs. It's Brody! I'm gonna get you out! Das is there anything more I can do? No, I'll get him. We need to know what's going on up top. You'll need to go through engineering. The way up is blocked from here. Where's engineering for here? I've never been doing this end before. The only way you'll get there is to go under the rig. Should be a clearer path down there. All right, I'll head down now. Okay, wir wollen an Deck, ne? Aber der Weg ist wahrscheinlich weit. Das glaube ich auch. Und das klingt gar nicht gut, was da an dieser Kapsel los ist. Ich glaube, der Helikopter ist mein primäres Ziel eigentlich. Ja, ich glaube auch eigentlich, möchte ich hier jetzt gerade wegfliegen. Unter der Plattform durch klingt auch gut. Ich möchte das mit Susie hinbekommen. Da bekommt man Bock, ins Meer zu springen. Das ist ja ein super Weg hier. Hier ist auch nicht mehr alles ganz so in Schuss, wa? Hallo? Ich glaube, du musst nochmal neu springen, vielleicht. Der Sprung war mit Anlauf jetzt nochmal. Scheint, ja. Einen richtig guten Hop. Sehr gut. It's me. One hop this time. Ciao. Können wir dann auch so weit springen? Meinst du nicht, es geht ohne weiter? Ja, das war klar.
du gehst wohl unten rum. Das Handgefuchtel ist ja geil. Das ist ein bisschen strange. Was ist das? Der Bohrer, ne? What? Kurt! Get over here before it falls apart! Maybe and say! Jesus. Das sieht alles gar nicht gut aus. Ja, schnell weg. Da ist ein bisschen mehr mit hochgekommen, glaube ich. Gut, dass du einen Schraubenzieher hast. Ja, klar. Und deswegen, liebe Kinder, nimmt immer einen Schraubenzieher mit. Das glaube ich, ein alter Spiel. Das wäre auch das Erste, was ich machen würde. Jesus. Vor allem jeder normale Mensch würde sich dann jetzt darauf setzen, um dort rüberzukommen, ne? Da würdest du ja nicht rüber balancieren. Nee, safe nicht. Aber ich glaube, ja, alles ist runtergegangen, oder? Boah. Ich wäre langsamer gewesen, glaube ich. Definitiv. Aber ich wäre auch schon beim Heli. Ich wäre gar nicht da runtergefallen. Du hättest mich da also. Dreh mal aus das Feuer. Ich habe gesagt, ich habe dich nicht gefunden. Ich habe alles probiert, aber ich habe dich leider nicht gefunden. So. Das klappt hier doch wunderbar. Welches Geländer? Die Leiter da ist ja auch geil jetzt. Im Leben würde ich da nicht ranspringen. Nee, definitiv nicht. Ich wäre sowas von tot. Du bist tot. Ich hätte mich auch festhalten können. Aber nein. Das war gemein. Wissen wir fürs nächste Mal. Scheiße. Aber der Wiederanfangspunkt ist ganz nett. Wie schnell muss man denn reagieren? War das die richtige Taste? Naja, ich musste ja vorher auch halten RT und dann muss ich anscheinend auf einmal LT drücken. Aber du hast das Halten wahrscheinlich nicht losgelassen. Hab ich auch nicht. Ach so. Aber der Kreis war noch nicht durchgelaufen, deswegen dachte ich, war es vielleicht eine andere Taste. Aber es sah nach LT aus, das stimmt schon. Jetzt geht's. Christ! Ja, wir wollen ja auch jede Videosequenz mitnehmen, die möglich ist. Ja, ne? Klar. Und hangeln. Oh, fucking hell. Just get up. Guck mal, kannst du die Kabel gleich noch reparieren über die? Ja. Oder wir lassen es. Diese Tür ist auch nicht sicherheitsmäßig geschlossen. Doch, kannst du mal den. Die gehört so. Du bist doch hier Techniker. Ich bin nicht der Sicherheitsbeauftragte. Das will man auch nicht sein. Okay. Das ist auch so ein Scheißjob. Alle hassen dich. Ja. Und du bist nachher schuld, wenn doch was passiert. Weil du gesagt hast, ausnahmsweise. Zum Maschinendeck. Da gucken wir noch lang, aber ich glaube, da noch. Hui. C-Säule. Schauen wir uns mal an. Da ist auf jeden Fall auch Mist unten. Das sieht alles gar nicht gut aus. Warum klettern wir hoch? Ein kleines Problem mit dem Bohrer. So nett ausgedrückt. Drillische? Jesus Christ. Ist gar nicht mehr so schlimm, dass du gefeuert bist, glaube ich. Nee, ich glaube, es ist auch egal jetzt. Ja, also wir sind auf jeden Fall ein guter Kletter, Maxe.
Stärke und Intelligenz gesteigert? Ja, Grüße gehen raus an den Colli. Guck doch da mal in das neue Let's Play rein. Ein echter Klassiker. Das klingt aber nicht so gut. Ich glaube, es gibt wieder ein paar Probleme mit dem Bohrer. Ja, da wollen wir lang. Gehen wir da lang. Okay, es ist hier ein kleines Parkouring-Spiel. Das ist eigentlich Only Up, ne? Das ist Mirror's Edge. Eine Taschenlampe. Oh, das ist schon mal. Aber jetzt wird das Spiel so. Ja, ich weiß nicht. Ich verzichte immer gerne auf solche Sachen. Meinst du, dann wird's dunkel? Dann wird's dunkel. Wie machen wir die denn jetzt von an? Das werden sie dir wohl gleich sagen, wenn du im nächsten Raum bist. Hallo? Ist so ein Spiel, was man auf jeden Fall gut tagsüber am Fernseher gucken kann. Ja, definitiv. Use Handrail. Bitte. Der Sicherheitsbeauftragte hat hier gut gearbeitet. Oh, das ist auch schön, wenn das hier nass ist und da hängen die Kabel runter. Aber die sind gut isoliert. Der Sicherheitsbeauftragte hat hier gut gearbeitet. Ja. Das gehört auch so hier. Das ist in so vielen Spielen drin. Dieses Durchquetschen. Ja. Ah, da hat jemand einen kleinen Schreck gekriegt. Das ist mal nicht, ne? Der Geräusch ist nicht so nett. Oh, da. Ich finde, das spielt sich eigentlich ganz locker flockig runter. Aber man nichts hört vielleicht, ja. Wir könnten auch so Happy, Happy, Happy Musik im Hintergrund happy, einfügen. Happy, happy. Mit was sollst du denn interagieren? Ne? Ja, kommt vielleicht noch. Und wenn es nur die Tür ist. Ach, no way through. Ah, dann musst du vielleicht mit was anderem interagieren. Kannst du das andere Gitter vielleicht auch noch lösen oder ist das das Ausgangsgitter gewesen? Da meine ich. Aufschrauben. Das ist sehr clever von dem Bob. Boah, das macht ja aber gut. Also mit so wenig Drehung krieg ich. Ja, wieso schraubt die unteren jetzt nicht mehr ab? Weil es so schneller geht. Na, jetzt sind wir hier bei Metal Gear Solid. Such den Karton. Durch die Pipes. Yes. Nicht, dass hier ein Basilisk lauert. Oh. Jesus. Jim? Spielen wir Helm Weitwurf? Anscheinend. Immer muss man den Leuten ihren Kram hinterher tragen. Seen a ghost. Who's making that noise? Gibbo. He's making that racket. Should we no find him? Help him. No. And I recommend that. What does that mean? It means he's no alright. After that explosion, he got oil, some shite on him, and just, I don't know. He freaked out. Went for me. He's still out there. You mean out here? As in out here with me? Aye. That's exactly what I mean. Oh, that's just fucking brilliant. You seen anyone else? I just got here. Where are you going anyway? Back to accommodation. Listen, you'll have to get through the water tanks to get up to accommodation. And quiet like. Gotta go all the way up there. Jesus. And what about Gibble? Stay the fuck away from me. You're listening to me. It's no right, Kaz. I'm no arguing. Kaz. Be fucking careful. Können wir einfach mal auf sie hören vielleicht? You know. Vielleicht bringst du ihn auch wieder zur Vernunft. Ja, ja, stimmt. Dive Tag. Vielleicht hat sie ihm auch einen Korb gegeben. Ich weiß nicht. Gibbo klingt nicht so gut. Du sollst auf jeden Fall leise sein. Sneak. Eigentlich brauchst du die Taschenlampe hier drin noch gar nicht. Stimmt. Sparen wir Energie. Wo war das denn noch? Bei Outlast war das doch immer so. Ja, stimmt. Auch ein cooles Spiel. Ja. Haben wir mal angefangen, aber leider nicht so gespielt. What the fuck? Aber auch richtig verrückt. Ja, ich glaube, Gibbo ist nicht mehr der Alte. Wo kommen wir hier durch? Gibt es hier einen Exit da unten?
Solltest du nicht durch irgendwelche Trommeln da durchgehen, theoretisch? Hier ja, genau. Ah, aua. War das laut? Nö. Ja, gut. Wir machen hier jetzt vielleicht einfach mal Pause. Ja. Das großartige, freudige Wiedersehen mit Gibbo müsste dann im nächsten Part erfolgen. Gibbo, was aus Gibbo geworden ist, das sehen wir dann im nächsten Part. Wenn es wieder heißt, Still Wakes the Deep mit dem Bob. Und dem Krisch. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.